Wir sind jetzt hier mal in meinem E-Mail-Posteingang und ich möchte euch mal zeigen, wie die Tastatur funktioniert. Dazu schreiben wir doch jetzt einfach mal eine neue E-Mail. So, natürlich an Betreff E-Mail, das lassen wir jetzt alles mal weg und schreiben mal. Wir können das Telefon jetzt einfach in den horizontalen Modus setzen. Dann wird nämlich die Tastatur breiter und das Ganze ein bisschen angenehmer zum Schreiben. Ihr habt es jetzt vielleicht schon gesehen, da gibt es eine relativ lange Verzögerung zwischen Kippen und der Tastatur, die sich dann dreht oder auch nicht dreht. Ja, das ist ein bisschen nachteilhaft, aber jetzt auch nicht so dramatisch. Wir haben als Standardansicht erstmal A, B, C und so weiter. Hier ist die Umschalttaste, dass wir Groß- oder Kleinschreibung ändern können. Über diese Taste, ich möchte euch warnen, könnt ihr zwischen unterschiedlichen Sprachen, also welche Tastatur ihr verwenden möchtet, hin und her switchen. Vorsicht! Wenn ihr da einmal drauf tippt, dann geht ihr gefühlte 50 Sprachen durch, bis ihr wieder bei Deutsch seid und ich habe nicht rausgefunden, wie man das schneller ändern kann. Also, wenn ihr euch sicher seid, ihr wollt da mal drauf tippen, dann macht euch auf eine längere Tippphase gefasst. Hier können wir die Tastatur ausblenden. Durch Tippen auf das Textfeld wird sie automatisch wieder eingeblendet. Das dürfte auch klar sein. Hier wechseln wir zu den Nummern und haben hier dann zwei Seiten. Wir können nämlich nicht nur zwischen Zahlen und Sonderzeichen, sondern eben auch zu anderen Sonderzeichen und sogar vorgefertigten Smileys wechseln. Durch ABC kommen wir wieder zurück zur eigentlichen Tastatur. Und hier sehen wir nun über dieser weißen Beschriftung noch diese kleinen grauen Klammern und Zahlen und weiß der Geier. Da kommen wir hin, indem wir einfach lange drücken. Wenn wir es lange gedrückt halten, erscheint als erstes das, was direkt über diesen Buchstaben oder diesen Zeichen angezeigt wird. Jetzt können wir hier einfach nach drüben, müssen also nicht notgedrungen hier hoch, sondern können auch hier unten weiter und können uns einen anderen Buchstaben auswählen, wenn wir nicht das wollen, was da steht. Und jetzt haben wir hier oben noch dieses kleine Fenster. Das können wir in den Einstellungen zwar ausstellen, ich finde es aber eigentlich gar nicht so schlecht. Wir können jetzt hier, was schreiben wir denn? Was habe ich an I? Wir haben hier also Vorschläge, was wir schreiben könnten. Können die Sache abkürzen. Wie gesagt, das kann man ausstellen, das ist nicht jedermanns Sache, aber es ist somit keine automatische Autokorrektur, die euch Wörter ändert, bevor ihr das bestätigt habt. Das ist, wie ich finde, eigentlich ganz gut gelöst. Hier haben wir dann noch die Löschentaste und die Enter-Taste und das war es eigentlich zum Thema Tastatur. Eine Sache habe ich bisher nicht herausgefunden, ob man das ändern kann. Ich fürchte, es ist nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber die Tastatur gibt ganz leise Töne von sich. Diese Töne kann man, wie gesagt, nicht ausstellen. Man kann zwar das Telefon auf lautlos setzen, aber das ist nicht unbedingt das Beste. Es stört jetzt aber auch nicht unbedingt, weil es doch recht leise ist, aber ich wünschte mir schon, dass ich die Töne an der Tastatur bitte ausstellen kann. Ansonsten ist es eigentlich eine recht übersichtliche Tastatur mit genügend Funktionen, die man durchaus erweitern kann.